Gerichtsdiener, jeder, der laut ist, bekommt Ohrfeigen. Zwei, wenn nötig. Von Karma, würdest du bitte laut werden? Herr Freud, was in aller Welt wollen Sie diesem Gericht antun? Au! Phoenix Sprite, was in aller Welt willst du diesem Gericht antun? Lol. Bitte aber darauf hin, dass er das Acker auf jemand anderen abgesehen hatte? Ja, auf Regina Barry. Echt? Regina Barry? Dieses junge Mädchen ist die Tochter des Direktors, richtig? Akko. Sie hatten in jener Nacht eigentlich vor, sie zu töten, oder etwa nicht? Entschuldigung, mein Hund ist gerade vom Sofa gefallen. Ach so. Ja, er hielt die Spannung nicht mehr aus. Diese Frage nicht beantworten. Das ist eine hinterhältige Suggestivfrage. Er kann diese Frage ganz einfach beantworten. Wenn ich Unrecht habe, sagen Sie einfach nur falsch, das reicht schon. So einfach geht das also, Phoenix Wright? Genug, Herr Wald. Wenn ich dürfte, würde ich gerne. Au! Der Einzige, dem ich erlaube, mich zu unterbrechen, ist der Tod. Okay, ich Boah. rufe ihn mal an. Ja, mach mal einen Termin. Was? Lass auch du dir das gesagt sein, Phoenix Wright. Leg Beweise vor, sofort! Warum hat Arco vorgehabt, Regina Barry umzubringen? Ja, das will ich auch wissen. Beweisen Sie das? Legen Sie Beweise dafür, dass Akku vorhat, das Mädchen zu ermorden. Ich würde sagen, die Notiz, oder? Oder? Ja. Erstmal speichern. Ja. Jetzt bin ich doch tatsächlich aus Versehen raufgekommen. Ja, hoppala. Akku, kommt Ihnen das hier irgendwie bekannt vor? Den Vögeln anscheinend. Das ist eine Notiz, die im Frack des Zirkusdirektors gefunden wurde. Im Frack des Opfers? Geschrieben von Acro, und welche Ironie, die Überschrift lautet an den Mörder. Diese Notiz zielte darauf ab, jemanden um 22 Uhr an den Tatort zu locken. Sie sagen also, er hat Russelberg damit veranlasst, am Tatort zu erscheinen? Es gibt da bloß noch ein kleines Problem. Problem? In der Tat hat Akko diese Notiz in jemandes Tasche deponiert. Allerdings war dieser jemand nicht der Zirkusdirektor. Du meinst, sie war nicht für Genau das meine ich. Diese Notiz war für niemand anderen bestimmt als für Regina Barry. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Herr Wright, Ihre kleine Theorie. Das ist die reine Wahrheit, Euer Ehren, keine Theorie. Einfach gesagt, Regina dachte, die Notiz sei nicht an sie gerichtet. Also hängte sie sie morgens an das schwarze Brett in der Cafeteria. Und da hat ihr Vater, ich meine der Direktor, die Notiz gelesen? Stimmt genau. Also erschien der Direktor anstelle Reginas am Tatort. Und wegen dieses kleinen Versehens starb er anstelle von Regina. Das ist unglaublich. Erinnern Sie sich an Akkos Aussage von heute Morgen. Trotzdem hätte ich es nicht geschafft, die Büste zu heben und aus dem Fenster zu sehen. Diese Belastung hätte mein Unterkörper unmöglich aushalten können. Hätte ich das versucht, wäre ich wahrscheinlich auch aus dem Fenster gefallen. Akko hatte keine Ahnung, wer da wirklich am Tatort auftauchte. Es war ihm nämlich nicht möglich, nach unten zu gucken, um nachzusehen. Ich hab's. Akku ging davon aus, es handele sich um Regina. Und deswegen ließ er die Büste fallen. Soll die denn nicht unter den Zuschauern? Ist mir doch scheißegal. Ja, leider wird's jetzt noch übler für sie kommen. Hoffentlich kommt Regina damit klar. Ich glaube, das war auch Moos Absicht, dass sie das mitkriegt. Akku schrieb diese Notiz also an Regina. Dummerei und Dummheit
Lol. Eines dummen. Bro, jetzt bringst du mich mit deinem Quatsch schon dazu, selbst Blödsinn zu reden. Arr! Recht. Also gut, Phoenix Wright, du bist doch so, da du doch so schlau bist, erkläre uns bitte diese Zeile. Ich bin im Besitz eindeutiger Beweise über den Tathergang. Diese Zeile stammt aus der Notiz, das stimmt. Gesetzt den Fall, diese Notiz war wirklich für Regina Barry. Hieße das also, dass die Notiz Regina Barry des Mordes beschuldigt? Du verstehst es einfach nicht, oder? Okay, du scheinst schon alt genug zu sein, damit dein Gehör schlecht wird. Nein. Dem Direktor war klar, was die Notiz bedeutete, deswegen ging er zum Tatort, anstelle seiner geliebten Tochter. Also, ganz kleinen Moment mal, Herr Freit. Auf welchen Vorfall bezieht sich die Notiz denn überhaupt? Auf den Vorfall, der sich vor 6 Monaten zutrug. Leon. Dann passen Sie mal auf. Vor 6 Monaten ereignete sich ein Vorfall, und ich bin mehr als bereit, im Gericht zu belegen, was sich damals abspielte. Schwachkopf! Warten Sie, sind Sie sich auch ganz sicher, dass das etwas mit diesem Fall zu tun hat? Ja, ganz sicher, Euer Ehren. Alles, was uns in diesem Fall beschäftigt, hat seinen Anfang vor 6 Monaten genommen. Wirklich 50-50. nicht? Ich glaube schon. Na, wenn das so ist, dann weihen uns doch freundlicherweise mit ein. Worum handelt es sich bei diesem eindeutigen Beweis, der in der Notiz erwähnt wird? Ich brenne darauf, ihn präsentiert zu bekommen. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, denkt der Richter wieder, ich blöffe. Bei einem eindeutigen Beweis für den Vorfall von vor 6 Monaten handelt es sich um das Löwchen. Ist es nicht der Pfefferschal? Beziehungsweise, nein, nein, nein. Der eindeutige Beweis ist die Pfefferflasche. Nee, was sich vor 6 Monaten ereignet hat. Ach so. Ja, dann ist es der Schal. Definitiv. Weil was ist passiert? Der Junge fiel ins Koma wegen dem Schal. Naja, so weit sind wir ja noch nicht. Bin ich? Der Löwe der Für Tiere, der den Direktor Vorfall, erschoss ihn vor war sechs der Monaten Vorfall vor 6 Monaten für einen handelt. Angriff auf einen Autisten. Gut, dann mach du. Ich wasche meine Hände in Unschuld, jawohl. Was? Das soll er sein? Okay. Kleine Zeitschleife. Ja. Ja, und jetzt probieren wir mal den Schal. Okay. Dann die Pfefferflasche, weil das war das, was in der Kiste ist. Ich sollte was gegen meinen Husten machen. Ich habe immer so ein Déjà-vu. Das Hatschi, war's, das war's, das war's, das war's. Hatschi, Hatschi. Lol. Was stellt das bitte da, Phoenix Wright? Einen beißenden Witz? Das ist kein Witz, das ist der eindeutige Beweis, um den du gebeten hast. Was meinen Sie? Das Opfer hätte am Treffpunkt versucht, die Holzkiste in seinen Besitz zu bringen. Darin hätten sie dann den eindeutigen Beweis entdeckt. Und wieder ein absolut unglaubwürdiger Schluss. Also gut, Herr Freit, was genau wollen Sie uns eigentlich mitteilen? Behaupten Sie, Regina Barry hat jemanden mit einer Gewürzflasche Pfeffer getötet? Ja, er hat sich zu Tode genießt. Sehr tragisch. Anhand der Notiz ist das der einzig zulässige Schluss. Ein Dummkopf bleibt ein Dummkopf, bis an sein dummes Ende. Wo du dir jetzt so sicher bist, Phoenix Wright, antworte auf diese Frage. Wen hatte Regina Barry vor, umzubringen? Der gute Bart. Wer ist das? Das ist Akros jüngerer Bruder. Und das beweist was? Sein jüngerer Bruder ist offensichtlich nicht tot.
Technisch gesehen hast du da durchaus recht. Adric liegt bereits seit 6 Monaten im Koma. Da liegt es nicht fern zu behaupten, Akro fühle sich, als sei sein Bruder tot. Regina, sie hat ihm das angetan. Denkst du auch mal an was anderes, außer wie man sich möglichst daneben benimmt? Nein. Dachte ich mir. Natürlich hat sich die Anklage auch mit Akros Bruder Sean Dingling beschäftigt. Er fiel vor 6 Monaten ins Koma, nachdem er von einem Löwen gebissen wurde. Löwen? Regina, ich meine Frau Barry, ist von Beruf Dompteurin. Allerdings werden Zootiere keinesfalls dressiert, Menschen anzufallen. Solch ein Befehl liegt vollkommen außerhalb ihres Horizonts. Hinzu kommt, dass Frau Barry so etwas niemals tun würde. Dafür ist sie nicht der Typ. Und wie konnte Akros Bruder dann so etwas zustoßen? Er ist nicht das Opfer eines Mordversuchs, sondern eines Unfalls. Ich verstehe. Was sollen wir tun? Niemand scheint deiner Theorie Glauben zu schenken. Glaubst du auch, dass Bart Opfer eines Unfalls war? Es war Es war mehr als mehr als das, würde ich das. sagen. Ja. Dass der Löwe Bat gebissen hat, war überhaupt kein Unfall. Was? Ach, du bist so ein Amateur, Phoenix Wright. Regina würde ihrem Löwen niemals befehlen, einen Menschen zu attackieren. Sie hat ihm vielleicht nicht befohlen, einen Menschen zu attackieren. Aber Regina ist verantwortlich dafür, dass der Löwe Akros Bruder Bat gebissen hat. Mal gucken, Bats Schal mit seinem Blut ein bisschen Pfeffer darauf. So. Das ist doch nur ein Schal. Akro. Das ist Bats Schal, richtig? Richtig. Und wer hat Bat diesen Schal geschenkt? Regina. Regina hat ihm den Schal geschenkt. Regina. An diesem Schal klebt nicht nur Blut, euer Ehren. Und was sonst bitte? Pfeffer. Pfeffer? Ja, Pfeffer. Regina gab Bat den Schal kurz bevor sich der Unfall ereignete. Und sie hatte so viel Pfeffer wie möglich auf ihm verteilt. Hey, warum sind auf einmal alle so still? Sie müssen entschuldigen, Herr Freud. Sie haben erstklassige Arbeit geleistet, indem Sie eine Kriminelle geschnappt haben. Aber nur aus Neugier, was genau war Ihr Verbrechen? Regina hat Bert also einen Schal geschenkt, auf dem sich Pfeffer befand. Was soll daran bitte illegal sein? Tja, sie hat es dem Wissen getan, dass er danach seinen Kopf in den Löwen stecken wollte. Der Richter hat es anscheinend immer noch nicht kapiert. Phoenix Wright. Der Löwe soll angeblich so ausgesehen haben, als ob er lächelt. Stimmt? Lächeln? Der Löwe hat gelächelt? Nur einen Wimpernschlag, bevor er Bart von ihm gebissen wurde. Einen kurzen Moment lang verzog der Löwe seinen Maul und schien zu lächeln. Löwen können lächeln? Ich habe auch noch nie davon gehört, aber immerhin. Können Löwen niesen? Leon hatte gar nicht vor, Bett zu beißen. Er musste bloß niesen. Ja, und dabei schloss er seinen Maul und hat ihn dann gebissen. Und niesen musste er wegen des ganzen Pfeffers auf dem Schal. Was? Dummkopf! Sie nehmen mich auf den Arm. Was ist mit Ihnen, Frau von Karma? Ich erhebe Einspruch um des Einspruchs willen! Felix Wald, du,
Theorie? Glaubst du das wirklich? Du behauptest wirklich, dass so ein Witz von einem Unfall ereignet hat? Und wie ich das tue, Mann, ist sie Wahrheit. Wegen des Pfeffers musste der Löwe niesen, dann verlor Bett das Bewusstsein. Akro verlor fast seinen Bruder bei diesem Unfall, diesem Witz von einem Unfall. Und genau deshalb hatte er vor, sich zu rächen an Regina. Du bist ein selten dämlicher Dummkopf. Danke. Ah! Für sie ist das also ein Witz von einem Unfall, ja? Und wieder einmal bin ich von ihrer Fantasie beeindruckt, Herr Freud. Endlich jemand, der diesem Unfall mit dem nötigen Respekt begegnet. Wollen Sie damit etwa andeuten, dass es sich wirklich so abgespielt hat? Akro. Du willst doch nicht! Du kannst doch nicht! Zeige! Stimmen Sie der Version der Verteidigung zu? Herr Freud. Unglücklicherweise reicht Ihre Fantasie nicht dazu aus, mich des Mordes zu überführen. Wie meinen Sie das? Der Pfeffer, der Schal, der Löwe. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber das klingt alles sehr konstruiert. Und ganz abgesehen davon hat Ihre Theorie eine noch viel größere Schwachstelle. Und die wäre? Die gleiche Schwachstelle wie immer, die Beweise. Wenn ich Max Büster auf den Zirkusdirektor fallen gelassen